So, ich hoffe, ihr habt uns die Daumen gedrückt, denn wir suchen immer noch eine Werkbank. Wie verrückt. Und wir wissen ja nicht genau, wo wir suchen müssen. Das ist ja nochmal das Schlimme. Oh, da. Oben ist auch was. Aber wahrscheinlich ist es wieder so eine Sache, weißt du, wenn du nicht nachsuchst, findest du es. War genauso mit dem Kochtopf, also. Wie viele von diesen Bauarbeitern hier sind, ne? Ja. Du lebst nicht mehr. Gott sei Dank. Madame! Entschuldigen Sie bitte! Ich bin verheiratet! Wollt ihr mich eine Frau anfallen? Bin das gar nicht mehr gewöhnt. Ist das, wenn du verheiratet bist, dann kennt man das nicht mehr. Nee, nee. Alles vorbei. Das Leben ist vorbei. Kannst du dein kannst du hier die Nägel für deinen Sarg suchen, was ich auch tue. Ich bin Jump and Run. Ich hätte aber auch das Treppenhaus nehmen können. Ich suche wieder so eine alte Fabrik gerade. Ah! Ich hab gebrochen. Mein Arm ist verstaucht. Verstaucht ist nicht so schlimm. Gebrochen ist viel schlimmer. Muss aber kaputt, wa? Ist kaputt, der Schraubenschlüssel. Ist nicht schlimm, so einen kaputten Schraubenschlüssel kann ich gerne für den Bau einer Werkbank benutzen. Also wenn hier auf dem Dach nichts Tolles ist, ne? Eine Foodkiste, wow. Ich weiß nicht, ob ich es nach Hause schaffe, ne? Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Ein Glas Honig, das benutze ich erstmal direkt, oder? Das würde ich sagen, das benutzt du mal. Ich bin auch sofort durch hier. Oh, Kürbis. Kann man bestimmt anpflanzen, also wenn man Samen draus macht. Brauche ich nur ein Rezept für, glaube ich. Würde ich nicht so essen, glaube ich. Kollege Bauarbeiter, ne? Das ist erstmal eine Fresse hier. Und wenn du liegen bleibst, ist brav. Erst nur klopfen, ob da einer drin ist. So, ich muss noch eine Tür aufmachen. Hör dich. Genau in dem Haus neben, ich bin jetzt neben deinem Haus. Wo du drin bist. 13 Meter, ne? Aber irgendwie ist es schwer, glaube ich, da reinzukommen, nur mit der Axt. Ja, komme ich auch nicht durch. Komme ich von oben durch? Ja, hier gibt es so eine Leiter, hier gab es so eine Leiter. Nutze ich die denn nicht? Wow. Man soll sich auch bewegen, ne? Das ist noch ein Stück bis nach Hause. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Man hat ja keinen Fallschaden, habe ich ja mittlerweile mitgekriegt. Nein? Auf jeden Fall nicht so intensiv. Okay. Ich will es nämlich eigentlich nicht vorstellen. Bist du das der da vorne nach Hause geht? Ja. Gehst wie so ein Zombie, ne? Ja, auch so langsam. Hast du noch Platz? Ich habe selber 2 Slots zu viel. 2 Slots zu viel? Ich habe alle Slots voll.
Gib mal was ab. Ein bisschen. Hier hast du Munition, die kannst du eh gebrauchen. Jetzt habe ich 7, 8. Ja, fast. Ich auch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Es steht auch ganz links bei dir an der Seite. Ah ja, 8. Nein. Gut, leider hat es nicht geklappt mit Werkbank finden. Nee, war wieder nicht. Hier ist ein Alte. Ja. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Das gehört. Hallo Kinder, ich habe eine Packung Schrot dabei. Und ihr? Ich habe auch noch eine weitere Schrotflinte gefunden. Auch nur eine selbstgebaute. Ich mache noch ein paar Stachelfallen, damit ich die erste wieder zumache. Wegen garantiert kommt ja wieder was. Erstmal alles ablegen, sag ich. Ja, das sowieso. Sorry, Ladies, die Bar hat geschlossen. Okay, wo ist gerade ein Zombie, der was kaputt macht? Nicht bei uns im Haus, oder? Oh, nee. So, erstmal alles einlagern und dann wollte ich hier Essen machen, ne? Ich hab auch noch ein bisschen Fleisch. Dann gucke ich nachher mal meine Ausrüstung nach. Das wollte ich auf jeden Fall behalten. So, Charakter. Du hatten wir nicht noch. Hast du alles Fleisch weggenommen, was du gebraten hast? Nein. Ah ne, da oben ist das, ne? Ja, ja. Das ist noch da. Was essen das? Character hat ultra Hunger. Ach so. Ultra Durst gerade. Nee, Durst ist bei mir ganz easy. Aber da haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen, ne? Essen habe ich, große Rindfleischration habe ich zweimal. Wasser können wir auch noch kochen, das heißt, ein bisschen Holz. Können wir noch mitnehmen fürs Feuer. Ich glaube, ich kann direkt. Hast du noch Nägel gefunden? Jo. Wo hast du die hingetan? Eine Kiste. So, dann hast du die da wahrscheinlich reingepackt, dann habe ich alle Nägel. Ja. Mach ich raus. Nee, das war Kiste. Kann 3 Stück bauen. Das ist doch nice, oder? Kannst du bauen? 3 Stück. Was denn? Kisten. Nice. So, einschalten. Ja, das ist so. Erstmal Wasser aufkochen. Das dauert sowieso am längsten. So. Dann haben wir Maismehl, hatte ich ja gehabt. Wo ist das denn gelandet? Das musst du alles in die Essenstroh umpacken am besten, ne? Ja, ja. Ich hab dir mal das Ackerbaupaket, was in der Dings drin war, habe ich dir mal auch in die Essenstruhe gelegt. Dann kannst du dir das mal angucken. Ich denke, das ist interessant vielleicht. Sehen. Ja, das ist tatsächlich interessant. Habe ich dir das einfach mal reingepackt, damit man das auch im Video sehen kann.
Ein Paket mit Ackerflächen mit zufälligen Saatguten. Ich kann es öffnen. Soll ich mal machen? Ja, das war mit Dings. Wie gesagt, das war in dem Airdrop drin. Baumwolle, Pilzsporen, Yucca-Samen. Oh, ist okay gewesen. Oh, und drei Beete. Für free. Nice. Perfekt. Das heißt, ich werde zum Bauer. So. Irgendwas klopft an unsere Wände irgendwo. Wo wird was kaputt gemacht? Ich koche gerade ein bisschen Brot. So, wofür soll ich die drei Kisten denn nehmen? Für welche Sortierung? Hast du dann vielleicht eine Idee? Bitte? Hast du vielleicht eine Idee, für ich die drei Kisten jetzt direkt verwende? Ja, einmal so eine Loot-Kiste, die wir uns jetzt hier, guck mal in die Küche. Wo bist du? Küche, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine hier in die Ecke stellen oder so. Einfach nur, dass wenn man eben reinkommt vom Looten, man die nur hier Sachen reinschmeißen kann und dann wieder raus. Und dann nachts kann man die ganze Masse hier zwei Stücken. Und dann in der Nacht kann man dann die Sachen alle verteilen, weißt du? Ja. So dachte ich jetzt vielleicht. Eine stehere Mischkiste. Nochmal ganz kurz AFK. Immer auf die Toilette. Mischi Kisti. Warum geht's nicht? Ach, das ist ein Regal. So, öffnen. Oh, Mischi-Kiste. Mischi-Kiste 2. So, das ist dann zum Schnellentladen. Alles Holz für mich, ne? Kann man gut abbauen, das ist schön viel Holz. Regale können auch weg. So, hat man ein paar Lernpunkte gerade? Müssen wir ein bisschen aufräumen hier. Moment, da waren bestimmt noch irgendwo ein Schraubenschlüssel drin, den ich gut verwenden kann. Ist der kaputt? Auch kaputt, da ist noch ein Zweier. Todesschuh 2, dann nehmen die doch mit. Die nehme ich doch dann lieber mit. Revolver Level 3, das ist auch nicht so dumm. Was die Dreier-Schrotflinte da macht. Bevor die da vergammelt, nehme ich die lieber mit. Alles auseinandergebaut hier.
schön auseinanderbauen hier alles. So, das andere geht hier halt mit der Axt. Übrigens wieder da. Das ist schön. Schön, ne? Was gibt's denn da? Oh, Maisbrot. Essen. Essen? Nom, 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 nom. Dafür ist es da, um es zu essen. Geister. Geister. Maisbrot. Wer von den OGs kennt's, schreibt's in die Kommentare. Ich bin hier gerade ein bisschen am Aufräumen im Keller. Ja. Platz für eine Werkbank und eine Kiste dafür, weißt du? Naja. Steht dann nachher dran, Eisen, Steine. Ich will mir jetzt schon mal eben. Und gleich einmal. Wenn es dann Tag 6 jetzt. Ne, es ist Tag 5. Okay, ne, dann haben wir noch einen Tag Zeit. Alles gut. Wir haben noch 2 Tage Zeit sogar. Nee, das meine ich nicht. Ich wollte einen Tag vorher auf jeden Fall auf das andere Haus mal rübergehen, nochmal, wo wir den Blutmund verbringen wollen und wollten mit ein paar Spots rausgucken, wo ich ganz gut verteidigen kann, vielleicht von außen schon. Weil wenn die eh für uns kommen. Aber dann habe ich damit noch Zeit. Eisen, Stein, Lehm steht da dran, weißt du, das ist dann auch alles, was so... Und Holz. Steht auf der Kiste drauf. Da kommt dann halt also alles Mögliche, was man so halt zum Bauen so an Rohstoffen braucht. Und da halt rein. Jetzt eine extra Kiste im Keller. Ja. Und was war ich? Hau mit der Axt auf unsere Kiste drauf. Mal stören die gar nicht, die Regale. Was denn sogar? Ach was, die repariere ich und lasse ich da. Doch nice, als wenn dann nachher hier unten die Werkbank steht. Oder was sagst du? Hier so die Werkbank nehmen? Ja. Wenn wir sie denn mal bekommen. Wenn wir sie mal bekommen, ja. Wir hätten ja mal irgendwo so eine Spitzhacke, hast du, glaube ich, mit, ne? Ich habe keine Spitzhacke. Ich habe eine Rohrzange. Die war kaputt, die Spitzhacke, da war ja was. Jo. Mal kurz reparieren, die brauche ich auf jeden Fall. Stufe 3 Spitzhacke ist natürlich. Naja, die hat. Ich wusste nicht, dass man die reparieren kann, deswegen hatte ich die da erstmal reingelegt. Ein Reparaturkit muss ich mitnehmen. Mit meiner Axt. Diese Mischkisten da unten sind ja auch nicht so verkehrt tatsächlich. Jetzt habe ich mein Dings irgendwo. Wo habe ich den jetzt hingepackt? Irgendwo ist gerade mein Schraubenschlüssel hingeschmissen. Okay. So, wo hab ich den denn jetzt hingefeuert? Hä? Hier ist einer Stufe 1 drin. Nee, Level 3er war das. Echt? Ja. Wie war's, wer sucht, der findet? Wo ist er denn hin? Versteh's nicht. Ich bin major verwirrt gerade. Wo ist der hin? Hast du den geschnappt? Ich hab einen 2er. Ich bin gerade echt major verwirrt, ne? Ich kann mal ganz ehrlich gestehen. Das überfordert mich jetzt gerade ein wenig. Oh nein, ich weiß, was passiert ist. Ich habe mich zerlegt. Zerlegt? Ja. Oh nee, ne? Oh, falschen Knopf gedrückt. Jo. Ach du Scheiße. Geht. Geht das denn besser?
Nehme ich den selbstgebauten Stab. Reparieren. Macht keinen Unterschied, glaube ich. Ich will besser die Axt nehmen. Warum machst du hier alles kaputt? Ich räume hier auf. Warum aufräumen? Das hat einen Charakter gegeben. Jetzt machst du alles kahl. Tatsächlich ist das Rohstoff, den wir brauchen. Später. Ich lasse so extra sogar die Heizung hier unten. Ja, ich bitte drum. Ich repariere mal die Tür, ne? Also. Die war ja total damaged. Aber es hat keiner versucht, hier reinzukommen diesmal. Und ich habe mich diesmal so zugebaut, weißt du? Dass es sogar Mühe macht, um hier wieder rauszukommen. So, erstmal reparieren. Weiß nicht, was es braucht zu reparieren. So, das Maisbrot. Wie gut ist das denn? Ist okay. Für das Rohstoffaufwand, was man dafür braucht, ist das vollkommen in Ordnung. So, langsam wieder alles einlagern. Ich wollte ja was einpflanzen, hatte ich hier gesagt, ne? So, was können wir denn am besten... Weißt du was wir machen? Ich pflanze Kartoffeln an. Ja. Wird sich wohl lohnen. Ja, mühselig erlernt sich das Eichhörnchen, wie er hat, ne? Ja, ja, egal, aber Hauptsache wir haben was, ne? So, Rohstoffkiste kann da auch erstmal wieder was rein. Hunde draußen. Ich habe uns gut zugebaut, oder? Soll ich mit meiner Axt da dran? Ja, das. Ja. Ich schmeiße das Holz hier auch hin. Ich bin da ein bisschen schneller durch. Ja, auf jeden Fall. So, ich bin draußen. Weißt du, was sich hier so anbietet? Genau hier auf dem Feld würde ich jetzt mal Löcher und setz da die Beete rein. Ja, warum nicht? Dann haben wir dann nicht so komische Kisten, weißt du, die einfach nur schweben. Man darf es ja auch schön haben, oder? Ja, klar. Was fürs Auge. Solche Kisten kannst du gerne wiederfinden, also. Und angepflanzt. Das war ja vom Supply Drop, ne? Ja, das war schon nice, also. Weißt du, wie teuer solche Beetblöcke sind? Die sind einfach sehr teuer. Der war auch echt schwierig zu finden, ey, weil der mitten irgendwo im Dings gelandet ist. Irgendwo in den Bergen. Diese Stollen hier überall, ne?
Oh, wir haben 4 Uhr. Jo. Ja, da ändert sich die Musik auch. Naja, hörst aber so dümm, dümm, dümm. Ich habe Musik ausgestellt. Achso. Ja, ja. Ich mache mal eben noch meine Axt kaputt, indem ich einfach ein paar Bäume fäll. Bin ich schon wieder so durstig? Kann es sein, weil ich die ganze Zeit einfach nur immer nur wieder nice. Renne? Die nehme ich doch gerne. Was? Feuerwerkst. Welches Level? 4. Echt? Ja auch. Du fällst auf jetzt Bäume. Wenn du die behalten willst. Kriegst mehr Holz raus, weißt du? Noch ein Fahr. Oh, Junge, wie groß diese Stadt ist. Was für eine Tür, Junge. 7500 Leben. Irgendwie besonders aus oder so? Ja, das ist eine richtig dicke Metalltür mit Stäben drin und so. Moment, ich komme noch mal eben zu dir. Das ist nur ein Stall, aber wie kommt. Da muss man doch irgendwie reinkommen. Die Fenster oben sind offen, aber. Komm mal eben zu dir. Ich will mir da angucken. Okay, du bist ja schon etwas außerhalb von der Stadt. Hier sind überall noch Häuser. Ja, vereinzelt so. Auch verschlossen die Tür, aber hier komme ich auf jeden Fall. Durch die Tür komme ich eher rein. Oh, oh, ein Chicken. Chicken Nugget, renn doch nicht weg. Es ist in deine Richtung gerannt. Ich bin gerade so dankbar für die Feuerwehrachsen. Ne? Ich muss hier auf der anderen Seite rein. Die Tür ist auf der anderen Seite, wenn du hier links rumgehst. Dir mal angucken. Übelst dicke Tür, Alter. Und Vogelnest mit 2 Eiern drin. Das heißt schon mal einmal wieder Becken und Ex. Okay, das ist aber eine normale Tür für so eine Scheune tatsächlich. Holy shit. Hier sind ein paar Zombies drin. Geht, Boys. 3, 4... Aber 5. Mir rennen die Hähnchen alle weg. Und spring da raus, dass die rauskommen. Guck dir das an. Moment. Den Kopf verlieren, Kumpel. Boom. Der Elektroschocker ist lustig. Aber weißt du was? Was in der Scheune ist, ne? Das erfahren wir tatsächlich in der nächsten Folge. Lass mich ein. Gucken, was Qual gefunden hat. Ja, let's go.